Mein Name ist Christian Schön und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unicorn. So, das erste Video nach meiner kleinen Auszeit. Warum diese Auszeit? Ich musste mich einmal neu sortieren und ein paar Sachen planen, Videos planen. Und das bedarf halt ein bisschen Zeit und dafür war diese kleine Auszeit genau richtig. Aber nicht nur ich war fleißig in der kleinen Auszeit, sondern auch ihr. Ihr habt fleißig weiter Kommentare geschrieben und Nachrichten geschickt und natürlich auch Videowünsche. Und einer dieser Wünsche werden wir heute nachgehen. Und zwar war das die Frage, zeig uns doch nochmal, wie du an eckige Nägel rangehst. Und das Ganze werden wir heute dann einmal in Schablonenform und in Tippform einmal komplett durchkauen. Und zwar werden wir heute diese eckigen Nägel mit der Firma Fingerspitzengefühl einmal komplett modellieren. Ich werde hier mal die ganzen Sachen ausprobieren und natürlich auch auf ihre Tauglichkeit testen. Und da kommt auch direkt unser Moralapostel ins Spiel. Dieses Video könnte werbewirksame Inhalte enthalten. Ja, damit ich keinen Ärger kriege von irgendwelchen Firmen, ist genau der da. Und aber ich schwafel nicht mehr lange, starten wir jetzt mit der Modellage. So, als erstes werden wir das Ganze mit den Tunneltipps von Fingerspitzengefühl machen. Die Tipps sind etwas schwieriger als die normalen Tipps, weil die sehr weich sind, haben auch keine Markierung. Ich zeige das mal kurz. Die haben hier vorne keine Markierung. Das heißt, man kann sich natürlich jetzt aussuchen, wo man den Kleber aufträgt und wie viel man von dem Kleber aufträgt. Kann man vielleicht auch ein bisschen besser an den Kunden anpassen, aber für Anfänger sind die etwas schwieriger zu handeln. So, jetzt auf jeden Fall erstmal die richtige Größe raussuchen. Ich habe jetzt hier den 7er mir rausgepickt. Und dann werden wir jetzt erstmal den Kleber auftragen. Da der Nagel ein bisschen gebogen ist, werde ich einmal Kleber auf den Nagel auftragen und dann auch auf den Tipp. Und das Ganze dann einmal andrücken. Bei den Tunneltipps könnt ihr nicht so fest drücken, weil die sind recht dünn. Da müsst ihr ein bisschen mit Fingerspitzengefühl arbeiten, nicht dass ihr die Dinger dann einmal durchbrecht. Und dann nochmal auf Nummer sicher zu gehen, nehmt euch eine Zillette und dann drückt den Nagel noch einmal richtig fest, also den Tipp auf den Nagel einmal richtig fest. Zillette deshalb, damit ihr dann nicht am Kleber kleben bleibt. So, wenn der Kleber einmal komplett ausgehärtet ist, knipsen wir den jetzt erst einmal ab. Ganz normal den Nagelknipser. Dabei darauf achten, dass ihr den rechtwinklig zum Nagel haltet und nicht so oder so, weil dann kriegt ihr runde Nägel oder sehr komische Nägel. Deshalb wirklich rechtwinklig zum Nagel. Und dann euch eine Länge aussucht und das Ganze dann einmal abknipst. So. So haben wir den Nagel schon einmal verlängert und als nächstes werden wir das Ganze ein bisschen in Form feilen. Ich persönlich mag es lieber, wenn der Nagel ein bisschen schmaler ist. Wir werden den gleich auch noch pinchen, aber nichtsdestotrotz werde ich den ein bisschen schmaler feilen, als er eigentlich ist oder sein wird, weil wir tragen ja noch eine Menge Gel auf und dadurch wird er auch noch einen Tacken breiter. Deshalb feile ich jetzt hier an den Seiten das Ganze noch ein wenig weg. Dadurch können wir das Ganze auch direkt an den Nagel anpassen, an die Breite des Nagels. Passt auf, dass ihr hier keine Macke reinfeilt, sondern wirklich nur den Tipp feilt und nicht den Naturnagel. Genauso wie auf der anderen Seite. Und dann vorne die Form natürlich auch noch reinfeilen. Hierbei wirklich nur gerade mit der Feile am Nagel entlang gehen. Viele feilen so
bringt euch natürlich nicht weiter, wenn ihr gerade eckige Nägel haben wollt, weil so fällt ihr den Nagel rund. Dann noch einmal auf dem Tipp den Übergang wegfallen, wirklich nur auf dem Tipp, nicht auf dem Naturnagel, weil sonst habt ihr da irgendwann eine rote Stelle, weil der Naturnagel zu dünn geworden ist. Am besten auch mit der 180er Seite feilen, nicht dass ihr, wie gesagt, den Nagel zu dünn feilt. Dann noch einmal den kompletten Tipp anrauen, damit sich das Gel überall schön reinsetzen kann. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einem Buffer machen. So, und jetzt sind wir fertig, um das Gel aufzutragen. Beim Auftragen des Primers achtet bitte darauf, dass ihr nicht an die Haut des Kunden kommt. Am besten vorher einmal auf einem Ceva das Ganze ein bisschen abtupfen, damit ihr nicht zu viel im Pinsel habt. Und dann wird das Ganze nur auf den Naturnagel aufgetragen und nicht auf den Tipp. Dann lasst ihr das Ganze kurz einziehen und dann können wir mit dem Haftgel direkt weitermachen. Dann nehmen wir jetzt das Haftgel von der Firma Fingerspitzengefühl und tragen dies dann einmal dünn auf den Nagel auf und auf den Tipp. Ganz wichtig, nicht an die Haut kommen. Überall auftragen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch ein bisschen einmassieren. Und dann kommt das Ganze in die Lampe und wird 120 Sekunden ausgehärtet. So, ich möchte diesen Tipp jetzt auch noch pinchen. Das heißt, wir benutzen jetzt erstmal ein Fiberglasgel, um das Ganze zu pinchen. Fiberglas, weil das Ganze besser ist, damit es nicht in die Ausgangsposition zurückgeht. Dazu ist dieses Fiberglasgel auch noch ein Camouflagegel. Das benutze ich lieber, wenn ich ein Fullcover mache, damit ich eine gleichmäßige Oberfläche habe und das Farb-UV-Gel vernünftig decken kann. Dazu erstmal eine dünne Schicht auf den kompletten Nagel verteilen, genau wie auf dem Tipp. Und dann eine etwas dickere Schicht nochmal nachziehen. Wieder nicht an die Haut kommen, ganz wichtig. Und dann kommt das Ganze, weil wir es pinchen wollen, für 20 Sekunden in die Lampe rein. Um zu gucken, ob das Gel in der richtigen Härte ist, einmal kurz mit einem Nailer-Tool dran rumpiekern. Und sobald es Fäden zieht, ist es noch nicht in der richtigen Ausgangsposition und muss dann nochmal für ein paar Sekunden rein. So, dann sind wir ready zum Pinchen. Ich nehme jetzt erstmal die Pinch-Zette und drücke mir das Ganze so ein bisschen in Form. Und dann natürlich die Pinch-Klemme. Ja. Ansetzen. Festdrücken. Und dann in die Lampe rein. Dann natürlich rausholen, die Pinchklemme entfernen und dann können wir auch direkt mit dem Aufbaugel weitermachen. Hier nehme ich auch dasselbe wie zum Pinchen, auch wieder das Fiberglas Naturpink. Nehme mir etwas mehr, also so einen etwas dickeren Tropfen, fange in der Mitte an, arbeite mich dann nach hinten und dann im Zickzack nach vorne.
da dieses Gel relativ stabil ist, ist es natürlich auch super für Anfänger. Es verläuft nicht so schnell, kann auch nicht so schnell in die Ränder reinlaufen. Also kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr da noch ein bisschen Probleme habt, wenn ihr nicht schnell genug seid, um das Gel aufzutragen, kann ich euch das ganz wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich recht stabil. Und ja, wenn ihr ein bisschen länger braucht, ist das nicht so schlimm. Nach dem Aushärten dann natürlich feilen. Das heißt, wir feilen jetzt einmal komplett den Apex nach, die Übergänge, die vernünftige Form feilen wir rein. Das heißt, wir machen aus einem Rohdiamanten einen Diamanten. Natürlich abcleanern das Ganze, sonst habt ihr so eine schmierige Schicht, worauf ihr feilt. Ist natürlich nicht so sexy. Und dann werden wir das Ganze erstmal schön in Form feilen. Wer nicht weiß, wie das geht oder da noch Probleme hat, soll einfach mal in dieses Video reinschauen. Ja, wie erkläre ich jetzt am besten, wie ihr diese Form hinkriegt? Auf jeden Fall der häufigste Fehler ist, dass zur Spitze hin die Feile zur Seite weggezogen wird. Das dürft ihr auf keinen Fall machen, denn dann feilt ihr euch genau diese Ecke rund. Und dann habt ihr einen runden Nagel, das wollten wir ja nicht. Wir wollen jetzt einen eckigen Nagel haben, das heißt, wir feilen an den Seiten wirklich nur gerade vor und zurück, ohne die Feile wirklich irgendwie in einem Schlenker abwandern zu lassen. Ganz wichtig bei den eckigen Nägeln ist natürlich auch wieder öfter mal kontrollieren, gerade von oben drauf gucken, gucken, ob ihr richtig seid, ob eine Ecke zur Seite rüberkippt oder auch nicht, ob ihr vorne die Kante richtig gerade habt, ob 90 Grad Winkel richtig drin ist. Also immer doppelt checken, ob ihr in der Form seid. Buffer drüber gehen, durch die Ecken gehen, dann natürlich auch noch die Kanten ein bisschen abrunden, nicht dass die Kundin sich dann verletzt. Und dann wären wir mit der Form auch schon fertig. Das Ganze lackiere ich jetzt auch noch. Beim Lackieren kontrolliere ich natürlich erstmal, ob ich noch irgendwo in den Rändern irgendwelche Gelreste habt, die mich stören könnten beim Lackieren, oder irgendwelche Fussel. Das heißt, noch einmal die Nagelhaut zurückschieben, einmal komplett überall durchgehen mit einem Nail-Art-Tool oder mit einem Rosenholzstäbchen. Das Ganze natürlich auch vernünftig entstauben und dann kann es auch schon losgehen mit dem Lackieren. Ich werde jetzt hier diesen geilen Glitzerpinsel benutzen. Ist ein Full-Cover-Pinsel. Auch wirklich schön zu benutzen und als Farbe nehme ich jetzt hier das Shiny Black Cherry von Jollyfeen. Und dann geht es auch schon los. Achtet darauf, dass ihr nicht an die Nagelhaut kommt. Beim Lackieren solltet ihr darauf achten, um eine vernünftige Deckkraft hinzukriegen, dass ihr den Pinsel nicht zu steil haltet und nicht zu fest aufdrückt, sondern immer schön flach am Nagel halten und dann leicht abziehen. Denn wenn ihr zu fest drückt und das Ganze zu steil haltet, zieht ihr euch die Farbe wieder ab und dann könnt ihr das Ganze wahrscheinlich
4 oder 5 Mal lackieren. Falls ihr Fussel im Gel habt, die natürlich sofort an der Zellette, an einer Zellette entfernen, sonst habt ihr die immer wieder auf dem Nagel und ja, ist nicht so sexy. Zum Versiegeln benutze ich hier das Perfect Finish Glamour. Ja, ist eine Versiegelung mit Glitzer. Mal ausprobieren, was die so kann. Glamour? Glamour. Hört sich an wie Lemur. Ein wenig. Diese Versiegelung ist eine Versiegelung ohne Schwitzstich, das heißt, ihr braucht es nicht abcleanern und spart euch wieder einen Arbeitsschritt. Das war es jetzt mit dem Tippnagel und als nächstes machen wir doch direkt mit der Schablonenverlängerung weiter. So, bei der Schablone fangen wir jetzt erstmal an mit dem Primer. Den auch wieder ganz dünn auf den Nagel auftragen. Vorher am besten erstmal irgendwie an einer Zellette oder einem Zewa abtupfen, damit es nicht so viel auf den Nagel kommt. Und dann ganz vorsichtig einmal auf den Nagel aufbringen. Auch wieder darauf achten, nicht an die Haut kommen. Den kompletten Nagel einstreichen und dann das Ganze etwas einziehen lassen. In der Zeit könnt ihr euch schon mal die Schablone vorbereiten. Das heißt, wir ziehen einmal dieses Mittelteil ab und legen es dann hier in die Mitte. Wer genau wissen will, wie Schablone funktioniert, ich mache das jetzt nur mal im Schnelldurchlauf, soll einfach mal in dieses Video reinschauen. Und dann reißen wir das hier auseinander und gucken mal, wie die Schablone passt oder ob wir die noch eventuell angleichen müssen. Ja, ich werde jetzt hier in der Mitte noch einen kleinen Keil rausschneiden. Ganz normal mit einer Nagelschere. Einmal hier. Das Ganze mache ich, damit ich mit der Schablone etwas tiefer komme. So passt es schon fast perfekt und dann drücken wir die Flügel einfach zusammen. Achtet dabei darauf, dass ihr mit dieser Mittellinie hier auch in der Mitte des Nagels seid. Nicht, dass die Schablone irgendwie schief sitzt oder so. Und dann können wir eigentlich auch schon mit dem Gel starten. Ich nehme jetzt erstmal wieder das Haftgel von Fingerspitzengefühl und trage das einmal komplett dünn auf den Nagel auf. Auch wieder nicht an die Haut kommen, ganz wichtig. Und dann kommt das Ganze einmal in die Lampe rein. Da ich das Ganze gleich nochmal ein bisschen pinchen werde, werde ich jetzt auch wieder das Fiberglasgel nehmen, auch wieder das Camouflage, genau wie beim Tippfinger. Fiberglasgel, weil das kann man halt besser pinchen, es geht nicht so schnell in die Ausgangsposition zurück und ja, perfekt zum Pinchen. So, wenn das Haftgel dann 1,5 Minuten ausgehärtet ist, nehmen wir uns das wieder raus und dann verlängern wir uns den Nagel. Ich trage das Ganze erstmal auf den Naturnagel auf, ganz normal dünn. Und dann verlängere ich das Ganze dahin, wo ich es haben möchte. Orientiere mich dann immer hier so an diesen Strichen auf der Schablone. Das ist immer ganz praktisch.
nicht zu dünn werden am Übergang, nicht dass euch das dann da irgendwie abbricht beim Pfeilen oder irgendwie so. Ruhig ein bisschen mehr verlängern, als es eigentlich sein soll, damit ihr gleich noch ein bisschen was zum Pfeilen habt. Ich glaube, das hört man deinen Magen. Entschuldigung. Sieht mir echt müde aus. Wirklich darauf achten, dass ihr jede Ecke einmal einstreicht. Nicht, dass hier an den Seiten zum Beispiel irgendwie eine Lücke ist, wo ihr die Schablone dann gleich nochmal ansetzen müsst. Und dann, da wir das Ganze pinschen wollen, kommt das Ganze jetzt erstmal für 10 bis 20 Sekunden in die Lampe. Kommt immer darauf an, was für ein Gel ihr habt, wie schnell das aushärtet. Und ja, rein damit. Dann kontrolliert ihr erstmal, ob das Ganze die richtige Festigkeit hat. Ja, dem Nagel, den können wir gerne nochmal 5 Sekunden gönnen. Sobald das Gel Fäden zieht, ist der Nagel noch nicht hart genug und dann müsst ihr das Ganze nochmal in die Lampe reinlegen. Ja, das können wir versuchen. Dann ganz vorsichtig das Gel von der Schablone lösen. So, dann haben wir hier unseren verlängerten Nagel. Dann mit der Pinch-Zette könnt ihr das Ganze schon mal so ein bisschen in Form bringen. Und dann mit der Pinchklemme das Ganze einmal fixieren. Und dann kommt das Ganze zum kompletten Aushärten in die Lampe rein. Nachdem das Ganze einmal komplett ausgehärtet ist, werde ich jetzt das Aufbaugel auftragen. Das Ganze mache ich auch wieder mit dem Fiberglasgel, um den Apex einmal rauszuarbeiten. Auch wieder wie beim Tippfinger. Fange ich in der Mitte an, arbeite mich dann nach hinten und dann im Zickzack nach vorne. Wenn ihr zwischendurch nicht wisst, wohin mit eurem Pinsel, kann ich euch so eine Pinselhalterung empfehlen. Einfach Pinsel rein und schon ist er safe. Als nächstes werden wir diesen Finger jetzt einmal komplett nachfeilen. Das heißt, die Form reinfeilen, den Apex rausarbeiten, alle Übergänge schön feilen und ja, dann lackieren wir den auch schon. Stellen zum Nachfeilen nehme ich immer die rauere Seite, das heißt die 100er Seite, und dann für die feinen Sachen nehme ich dann die 180er Seite. Auch hier wie beim Tippnagel natürlich wieder die Pfeile vorne gerade ansetzen und dann einfach
gerade im 90-Grad-Winkel an dem Nagel entlang gehen. Nicht schief werden, nicht rund werden, weil dann bekommt ihr auch einen runden Nagel. Dann natürlich auch wirklich immer von oben gerade drauf gucken, damit ihr die Form auch richtig trefft. Die Seiten immer schön nachgehen. Vorne die Kante vernünftig machen. Immer wieder kontrollieren, ob ihr vom Apex her richtig sitzt, ob der Apex richtig sitzt. Und dann zum Schluss einmal komplett mit dem Buffer drüber gehen. Bei der Schablonverlängerung ist es meistens noch etwas spitzer, der Nagel, als beim Tipp. Das heißt, hier müsst ihr auf jeden Fall noch einmal mit dem Buffer unter dem Nagel entlang gehen, damit die Kundin sich kein Auge aussticht. Als nächstes möchte ich den Nagel natürlich auch wieder lackieren, genau wie den anderen. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal an der Nagelhaut entlang und gucke, ob mir hier nichts Störendes im Weg gleich ist. Und dann natürlich einmal vernünftig entstauben das Ganze. Auch hier nehme ich wieder den schönen Diamantpinsel oder wie auch immer sich das Teil schimpft, den Full-Cover-Pinsel, meinen Shellac. Und dann geht's auch schon los. Pinsel benutzen wollt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mehrere davon zu kaufen. Für helle Farben, für dunkle Farben, weil ihr kriegt das Ding nie wirklich richtig sauber, und bevor ihr dann einmal in eine helle Farbe reingeht und vorher in einer dunklen wart, dann habt ihr natürlich irgendwelche Verfärbungen drin, und das ist natürlich zu vermeiden. Und ja, auf jeden Fall mehrere davon anschaffen. Das war es jetzt auch schon mit unserem kleinen Video zum Thema eckige Nägel. Ja, ich hoffe, dass euch hat das Video gefallen. Das Endergebnis gibt es gleich im Outro, wie immer. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer Share, Teilen, Liken, Abonnieren. Auch gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Chris.